Belohnung annehmen, und zwar nehme ich Pulswelle, Betäubungspistole, ich nehme das Kit. Dam, dam, dam. Jetzt habe ich das Spezialisierungsdingens. Da, dam, dam. So, das lasse ich erst einmal noch, sobald ich weiß, mit was ich eigentlich anfange. Das richtet sich bei mir auch ein bisschen nach dem Schiff. Neue Verbindung. Und da gibt es Waffen, Grunditon, Grunditon, Tetrion, Tetrion. Die neue Verbindung, akzeptieren. Akzeptieren. Und... Oh, Spieler Triados. Siehst du noch einen Dienstoffizier? Ein Otze-4. Achso, das sind Doffs. Gut, machen wir die auf jeden Fall erstmal weiter. Ist ja nicht weit weg, ne? Ist ja gleich nebenan. Orias-System. Ist ja gleich da oben. Boah, das sah jetzt aus, als ob die Sonnen ineinander knallen, ey. Beginnen Sie neue Verbindung. Alles in grün. Sieht ja auch nice aus. Das muss ich definitiv wieder aufnehmen. Und zwar ist das jetzt Orias. Orias KDF. So, wir sind im Orias-System angekommen. Vor uns befindet sich ein Planet der Klasse M. Aber ich habe auch Thermadar-Ziffer auf dem Turm. Ich glaube nicht, dass sie uns vom Weg des Planeten einfach machen würden. Ja, dann knallen wir sie halt weg, ne? Wenn es sein muss, muss es sein. Die Gemadar sind nicht an Verhandlungen interessiert. Sie werden sich durchkämpfen müssen. Ne, echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, einer ist schon mal down. Bam. Konsolewissenschaft Tarnmodul. Zerstört. Was ich krass finde, das Dominion, also die Jem'Hadar, waren ja eigentlich mal der Föderation und so weiter ziemlich überlegen technologisch und Schilde und Waffen und so. Und die Föderation und Klingonen und so weiter haben sich eigentlich relativ gut angepasst. Aber dass das Dominion das sich nicht gleich angepasst hat, um diesen Vorteil, den natürlich die Föderation sich wieder dadurch bekommen hat, nicht wieder auszugleichen, wundert mich eigentlich. ...90.000 Hülle. So, haben schon mal die Schilde vom Arsch weggeschossen. Oh, ich hab keine Schilde mehr. Oh, hab's natürlich außer Reichweite geschoben. Ah, das war ja super. Hallo Biber 12, schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder da bist. Right Shields failing. Dann hauen wir nochmal auf die rechten Schilde. Eigentlich ist der Arsch schon ohne Schilde hier. Schön in den Hintern reingeschossen. Bam. Kaum zu glauben, dass ich der erste Bruder sein werde, der die neue Verbindung treffen wird. Oh.
So, erstmal kurz stehen bleiben. Ich will nur kurz was machen. In der Flotte haben wir ja vorhin ein paar Leute eingeladen. Und die müsste ich mal befördern. Als Dribble, guck mal hier. Wir haben den Wolf, befördern. Und wir haben Marissa, auch befördern. So. Wer ist denn noch online? Obscure, achso. Du warst es vorher noch. Ragnar. Ich will jetzt mal davor zu dieser Basis fliegen. Ich will ja mal ein bisschen auch noch aufnehmen für... Ich muss eh davor fliegen. Ich muss eh zu der Basis. Das mit der Sonne im Hintergrund, da gefällt mir eigentlich ganz gut gerade. Definitiv diesen blöden Traktorstrahl-Dingens da mal zerstören. Ausweichen halten, zermürbte Schwäche. So, die Station ist schon mal ohne. Fehlen nur noch die Schiffe. Weil der eine unter mal auf festhängen, ich weiß nicht draufsteht. Obwohl, das ist noch ein Schützturm, ne? Komm, den krieg ich mal weg. So. Habe ich das andere Schiff echt schon zerstört gehabt? Habe ich gar nicht gesehen. So. Irgendwie ist jetzt die Plattform, als ob die eigentlich gedreht werden müsste, ne? Aber es ist vor allem so viel bewegliche Teile dran, ne? Hat man eigentlich sonst das dadurch nie gesehen. Aber das finde ich zum Beispiel mit der Belichtungstechnik jetzt geil, mit diesen, um diese Satzschüsse in diese Beleuchtungen. Sieht schon nice aus. So, deaktivieren wir sie mal. Sind sie bereit zum Beamen, Sir? Mach mal, aber erst einmal stopp. Runterbeamen. Wir sind auf Orias angekommen, Sir. Ich empfange Lebenszeichen von Jemadar. Sir, wir sollten in Acht gehen. Das sind echt geile Bäume, ne? Sehen aus wie Knochen. Man kann nicht ohnehin die Hingabe der Jemadar zu bewundern. Sie scheinen es nie leid zu sein werden, ihr Leben für die Gründer wegzuwerfen. So, jetzt machen wir hier mal. Hoppala. Ground. Aufnehmen. Boah, das wären Tonnen an Daten, die ich hier aufnehme. Sieht denn die Map aus? Ach so, die Suppe da hier, das sind die Gründer, ne? Du. Mit den ganzen Blümchen hier. Ich finde immer geil, dass die eben bei Star Trek immer auf Planeten gehen, ohne irgendwelche Schutzanzüge, Atem oder sonst irgendwas. It's even more beautiful than I imagined. To think, my gods slumber below, dreaming in their link. So, patrouillieren Sie die patrouillierende Jemadar besiegen. Und jetzt auch welche? Nein, ne? Guck mal, da gibt's auch fliegende Klöten hier.
Okay, da hat doch einen größeren Einzugsbereich der Orbitalschlag. Ich hätte gedacht, die sind rausgelaufen, aber trotzdem hat es zwei erledigt. Okay. Na, da. Das heißt, da ist noch einer, oder? Nee. Mal oben lang. Voll taktisch, Alter. Wir machen es einfach so. Greift ihn an! Ihr dürft vorlaufen, ne? Sonst hat ihr mal vorgelaufen. Und hinten fliegen die Klöten höher. So, konnte ich ja nicht irgendwas einsammeln da? Gegenstände nehmen. Basisschild Tech Upgrade, guck an. Bam. Genau, das waren die Minen, die sie hinlegen. Ich wusste aber gar nicht, dass Tech Upgrades auch droppen. Guck an, Ketra Zelle Vita. Wachposten sind schon mal da, besiegen. Muss man da hinten lang. It's almost sacrilegious to have you here. I hope the founders will understand the necessity and forgive me. Hm. Rein zufällig haben die sie jetzt da hingebeamt. Rein zufällig. Hätten sie aber auch gleich zu dem anderen so als Unterstützung hinbeamen können. Oh, ich freue mich schon, dann das später alles dann als Demo-Record auszuwerten, was das hier für schöne Bilder es geben wird. Freue ich mich schon. Freue ich mir schon. Freut ihr euch auch schon? Das werden ja alles wieder Screenshots für euch. Da oben sitzen sie wieder. Genau. Aber trotzdem, ne? Guck mal, hier ist der eingeschlagen und trotzdem hat es in dem Bereich die Leute gekillt. Also das Ding, der Orbitalschlag hat schon. Andererseits, was ich mir vorstellen kann, ist, das müsste man mal testen, wenn die wirklich mal weit rennen, ob die in dem Moment markiert werden, so eine Richtung. Und das heißt, egal wo die hinrennen, die kriegen so oder so Schaden, wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Bitteschön, was soll das für ein Bunker sein, der solche Geräusche macht? So, jetzt müssen wir... Doch, wir müssen dahinter, ne? Ach, da ist ein Pad, guck an. Pad erhalten. An den Finder dieses Pads. Seien Sie sich bewusst, dass es, wenn Sie dies lesen, einer Tat Gehorsamsverweigerung darstellt. Ich werde aber zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich bereits tot sein. Wir werden darauf getrimmt zu glauben, dass die Gründer unbefehlbare Götter seien, aber vor kurzem habe ich damit begonnen, Lars Befehle zu hinterfragen. Einige seiner Erklärungen ergeben keinen Sinn mehr. Wir haben beispielsweise die Übertragungen lokaler Systeme überwacht und keiner davon handelt von diesem Kreuzzug gegen die Gründer, von dem er immer spricht. Einer meiner Brüder besuchte eine Fabrik in Kitrazel, weitergestellt wird. Er sagt, es sei ein Worter dort gewesen, aber dieser Worter wird wie ein Gefangener gehalten und führt nicht